1. Oktober 1966, 0 Uhr. Die beiden Hauptkriegsverbrecher Albert Speer und Baldur von Schirach werden nach 20 Jahren Haft entlassen. Margarete Speer hatte ihre 6 Kinder alleine großgezogen. Der ehemalige Architekt des Führers und Reichsminister für Bewaffnung und Munition hatte sich in den 20 Jahren auf diesen Tag gründlich vorbereitet. Der Mann, der Adolf Hitler aus nächster Nähe erlebt hat, einer der mächtigsten Minister des Dritten Reichs, wird nun seine Erinnerungen schreiben. Jeden Schritt hat er aus seiner Zelle heraus schon organisiert. Etwa 20.000 Blatt Papier waren als Kassiber aus dem Gefängnis zu seinem Freund Rudi Wolters nach Coesfeld geschmuggelt worden. Der Architekt und Rüstungsminister Albert Speer war gescheitert. Nun will er sich mit seiner Autobiografie in das Buch der Geschichte einschreiben. Der ganze Speer. Und der Führer, Kassiber aus 20 Jahren. Mein Vater hatte ja auch versucht, mit irgendwelchen Verlegern für ihn was vorzubereiten und hat überhaupt nicht begriffen und es auch nicht mitbekommen, dass Albert Speer das schon lange strategisch vorbereitet hatte wohl und seine eigenen Wege ging. Alles ist abgeschrieben und zur Übergabe bereit. Auf sein Schulgeldkonto gingen bis jetzt ein 154.183 D-Mark und 34 Pfennige. Aus seinem Büro in Coesfeld hatte Wolters über 20 Jahre lang seinem Freund Speer in Spandau zur Seite gestanden. Er sammelte Geld für die Familie, organisierte die Schwarze Post und war das Außenbüro, über das Speer aus dem Gefängnis heraus seine Geschäfte steuerte. Wolters glaubte lange Zeit an der Autobiografie Albert Speers als Berater beteiligt zu werden. Mit Sicherheit ist er davon ausgegangen, dass er also schon irgendwo in angemessener Weise gewürdigt wird. Und Widmung mit Name. Mit Widmung mit Name. Aber ich vermute mal, dass Speer natürlich diesen Wolters mit seiner eigenartigen Ehrlichkeit in gewissen Dingen auch nicht gebrauchen konnte. Ich schrieb an Frau Speer, Gretel, schrieb ich einen Brief, dass von allen wichtigen Männern des Dritten Reiches mir nur ihr Mann Eindruck gelassen habe. Und es wäre der einzige Mann, den ich gerne kennenlernen würde und bei dem ich es für möglich halte, dass bedeutende Erinnerungen rauskommen. Und dann bekam ich kurze Zeit später einen Brief von Speer, wo er mir mitteilte, er freute sich sehr, wäre fast geehrt. Aber er müsste doch gleichzeitig mitteilen, sie hätten sich schon gemeldet, amerikanische Konzerne, französische Konzerne, und also es wäre nicht der einzige. Nach Spandau haben sich über die verschiedenen Kassiber-Kanäle verschiedene in- und ausländische Verlage gewandt, um die Speer-Erinnerungen zu bekommen. Also die Speer-Erinnerungen waren ein großes Weltrecht, schon als Speer noch in Spandau saß. Er wollte ernst genommen werden, er wollte historisch gesehen werden und er wollte mit einem seriösen Verlag und einem sympathischen Verleger zu tun haben. Wie laut muss ich sprechen? Ist das so laut genug? Ich habe natürlich zum Ausdruck gebracht, da sich alle Verlage Europas und Amerikas nach ihm drängten, würde das beträchtliche Summen abwerfen. Vielleicht erzähle ich Ihnen kurz, wie die 2, 3 letzten Tage vergangen sind. Vielleicht ganz interessant für Sie. Natürlich war es doch recht aufregend. Wir haben uns sowieso nicht mehr zu sagen. War es doch recht aufregend, aber ich bin glücklich, dass ich hier nun wieder draußen bin, nach 20 Jahren. Das fing damit an, dass Speer wohl gesagt hat in einem Fernsehinterview, als er nun rauskam, sich die Tore öffneten in Spandau und er gefragt wurde, was er wählen würde, wenn er jetzt wieder wählen könnte. Und Speer wohl gesagt hat, er möchte sich dazu nicht äußern, aber er könnte sich vorstellen,
dass wenn er jung wäre und diese ganze Vergangenheit nicht wäre, dann würde er vielleicht auch SPD wählen. Und das war so der erste, für Rudolf Wolters, ein Peitschenhieb, den er empfand irgendwo als nicht glücklich oder auch nicht wahrhaftig oder wie auch immer. Albert Speer geht zum Spiegel. Was dachte Ihr Vater denn darüber? Da hat Rudolf Wolters gemerkt, dass Albert Speer sich da nicht mehr an die Hand nehmen lässt. Hatten Sie wirklich Kenntnis der Dinge, die geschehen waren? Oder hatten Sie nur vage Ahnung? Ja, von dem, was in den Konzentrationslagern war, hat man nur eine vage Ahnung gehabt. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie ein Mann in Ihrer Position keine klare Vorstellung davon haben konnte, was da geschehen war. Wenn Sie dazu etwas sagen können. Ja, das ist natürlich die sogenannte Gretchenfrage. Das ist? Ja. Es wäre sicher in meiner Position möglich gewesen, die Wahrheit zu erfahren. Ja. Es gab Andeutungen der verschiedensten Art, aber man ging nicht weiter. Man kümmerte sich um seinen eigenen Kram und kümmerte sich möglichst nicht um das, was nebendran passierte. Ich sehe ihn in ein Flugzeug steigen in Berlin. Ja, und dann steigt er in Hannover wieder aus, steigt in ein Auto und verschwindet. Und auf einem Autobahnparkplatz haben wir den Wagen gewechselt. Also richtige... Er sagt mir zum Spiegel James-Bond-Geschichte. Das hat mir Spaß gemacht, das zu organisieren. Und in einer Tageszeitung stand dann, die sind in Süddeutschland oder die sind in Italien oder sowas. Da waren wir also in Schleswig-Holstein in der Nähe. Da habe ich mich gefreut. Da habe ich mich wirklich gefreut. Da war auch so eine leichte emotionale Schwingung in dieser Familie zu spüren. Ich sage extra in dieser Familie, was dann bald wieder ins Neutrale abglitt. Das sind Bilder von der Rückkehr. Ah ja, hier haben wir, das ist Hilde. Das ist Hilde und das ist der Ernst. Wo setzt Ihre Erinnerung ein an diesem Tag? Dass wir irgendwo am Tisch sitzen und essen, dass wir dann im Garten rumlaufen. Und jetzt Begrüßung der Familie. Zum ersten Mal stehen alle um den Patriarchen herum. Ja. Wie war das Bild? Wie war der Moment? Ganz schlicht ein Händeschütteln. Es wurde dann auch kompliziert, weil eben die Distanz und die groß war und die Vertrautheit nicht groß war. Und wir untereinander so eine eingeübte Kommunikation hatten und eine schnelle, wo er dann auch bisweilen nicht mitkam und sich außen vorfühlte. Was war passiert, dass das so schiefgelaufen war? Ja, schiefgelaufen kann man vielleicht gar nicht sagen, sondern es ist halt einfach so, dass also er sich oder wir uns oder wer auch immer sich eine idyllische und harmonische und von gegenseitigen Aussprachen geprägte Atmosphäre hier also vorgestellt hat. Und jeder war gehemmt und jeder wusste eigentlich nicht, wie er sich richtig benehmen soll und wie man jetzt mit also so jemand umgeht und wie man ihn anredet und wie man... Also, es war auch Stress. Es war ein fremder Mann, den man irgendwie erobern musste. Er hatte eine unnahbare Art. Ich glaube, dem selber leid tat. Da konnte er nicht über seinen Schatten springen. Und ich für meinen Teil gab mir größte Mühe, so ein Stückchen Liebe aus diesem Mann rauszukitzeln. Das gelang aber kaum. Er war unberührbar. Ja. Und auf den Bildern bin ich schon nicht mehr drauf. Denn nach anderthalb Tagen habe ich beschlossen, mir reicht's. Und ich habe heftigste Entwurfsarbeiten vorgetäuscht und habe die Familie alleine gelassen. Albert ist am nächsten Tag weg. Er will nicht. Er sagt einfach, ich habe eine Bauaufgabe, tschüss. Ja, kann schon sein. Ich war froh, dass er weg kann. Naja. Bei mir ist der Eindruck geblieben, dass um ihn herum nach Spandau genauso eine Mauer war wie vorher. Und er
eine Rolle gespielt hat und auch gegenüber der Familie und auch gegenüber Journalisten. Und er hat ja dann also sehr, sehr viel gemacht. Aber eigentlich niemand an sich herangelassen hat. Und dann war er entlassen. Ich verfolgte, wie alle Welt, im Fernsehen sehr interessiert seinen Auszug. Ich hörte von seinem Familientreffen irgendwo in Norddeutschland und dachte, ich werde nie wieder von ihm hören. Dann bekam ich plötzlich einen liebenswürdigen Brief von auf dem kleinen Papier, was ich schon vorher hatte drucken lassen, noch wie er in Spandau saß. Und von den Briefen, die er bekommen habe, würde ihn mein Brief am meisten interessieren, wann wir uns sehen könnten. Ich war damals dabei zu planen, oder mindestens ging mit dem Gedanken, um eine Hitlerbiografie zu schreiben. Und der Speer schneite mir gewissermaßen wie ein Geschenk der Götter ins Haus. Denn das war mir klar, wenn ich die Hitlerbiografie schreibe, dann muss ich mich auch der Redaktion der Speer-Erinnerungen zuwenden. Denn einen solchen ersten Zeugen wie Speer bekommt eigentlich kein Historiker je. Solche Glücksfälle gibt es nicht wieder. Sie waren, Herr Speer, der Architekt Hitlers. Sie waren einer seiner wichtigsten und mächtigsten Minister. Und Sie waren schließlich sein Freund. Die Historiker wären froh, Sie hätten für den Fall Napoleons, für den Fall Friedrichs, für den Fall Wallensteins beispielsweise, einen Mann von der Art wie Sie, einen Mann, den Sie befragen könnten, wie wir Sie jetzt befragen. Ist Hitler für Sie eher eine Figur der Geschichte oder ist er eher eine Figur Ihres persönlichen Lebens? Er ist zweifellos beides. Er ist der Mann der Geschichte, der auch mein Leben gestaltet hat. Er ist aber auch gleichzeitig eine Person, die für mich noch alle Eigenschaften des Lebenden hat. Hier, das ist der Vater. Ganz schön fett war er. Der Anzug geht nicht mehr richtig zu. Das Bäuchlein quillt. Und das ist natürlich ein anderes Bild hier mit mir. Das hat damit nichts zu tun. Das ist wieder oben, auf dem Berghof. Muss er Sie festhalten, weil Sie weglaufen? Nee, mach was. Nee. Guck mal hier, er lacht. Und das ist die Hilde. Ich habe mir oft die Frage vorgelegt, ob Hitler so etwas wie Liebe zu Kindern empfunden habe. Nie fand er die richtige, vorbehaltlose Art, mit ihnen zu verkehren. Er beurteilte Kinder als Nachwuchs, als Repräsentanten der nächsten Generation und konnte sich daher eher an ihrem Aussehen, blond, blauäugig, ihrem Wuchs, kräftig und gesund, oder ihrer Intelligenz, frisch, zupackend, freuen, als an dem kindlichen Wesen. Auf meine eigenen Kinder blieb seine Persönlichkeit ohne Wirkung. Die fühlen sich da doch wohl. Ja, sie wirkt ja auch ganz zutraulich. Das war ein äußerst liebenswerter Mensch für uns Kinder. Ich glaube, ich habe Bereiche verdrängt. Anders kann ich mir es gar nicht erklären. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich da oben war. Ich bin 40 geboren. Man sollte eigentlich denken, so sagen wir mal, mit 3 Jahren fängt die Erinnerung an. Bis 45 habe ich alles ausgeblendet. Was heißt das, ausgeblendet? Ich habe keine Erinnerung an die Zeit. Ah, das ist natürlich auch hier eine Situation. Ah, das ist ja schon märchenhaft. Und das war der Weg, den ja Ihr Vater immer mit Hitler herunterging. Man fragt sich, was die beiden Herren, wenn sie so einsam zusammengingen, alles besprochen haben. Vielleicht gar nicht so viel. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass die beiden sehr, sehr schweigend nebeneinander hergelaufen sind. Hitler hat sich einfach auf seine Weise, ich drücke es mal jetzt sehr salopp aus, er hat sich verliebt in den, verknallt. Er hat mehrfach diesen jungen Mann da gesehen und der war ihm aufgefallen, der hatte Charme. Selbstbewusst, aber bescheiden, sodass Hitler sehr von ihm eingenommen war. Und Speer selber hat sich natürlich ausgezeichnet gefühlt.
Hitler konnte keine Freunde haben. Er hatte tatsächlich auch keine gehabt. Er war in einem großen Umfang sehr kontaktarm und scheute davor zurück, intimere Beziehungen zu anderen Menschen zu bekommen. Gewissermaßen sich in sein Innenleben sehen zu lassen, war für ihn unmöglich. Ich weiß noch, wie ich einmal fragte, da kann mir jetzt schon näher, Herr Speer, Sie sind doch nun in seiner nächsten Nähe gewesen. Da kam immer Streicher, Göring, Saukel, die schrecklichen Gesochse in seiner Umgebung. Wie haben Sie denn darauf reagiert? Und da sagt er, ich habe mir gesagt, so sieht wahrscheinlich die Umgebung großer Männer immer aus. Wissen Sie, die Marschälle von Napoleon waren alles nur Unteroffiziere und Feldwebel, bis Napoleon sie zu Marschällen gemacht hatte. Das waren nicht die großen Offiziere des alten französischen Heeres. Und ich dachte, das wird wahrscheinlich so sein. Ja, da ist ja doch noch einiges da hier. Da war das Teehaus. Wobei das aber freistand. Das war ein Bungalow-ähnliches Gebäude. Wie sah es drinnen aus? Hier an der Kaffeetafel verlor sich Hitler besonders gern in endlose Selbstgespräche, deren Themen der Gesellschaft meist bekannt waren. Gelegentlich schlief selbst Hitler über den Monologen ein. Nach der Rückkehr zum Berghof pflegte er sich sofort in die oberen Räume zurückzuziehen. Bormann entschwand oft, von Eva Braun boshaft kommentiert, im Zimmer einer der jüngeren Sekretärinnen. In eintöniger, ermüdender Leere ging der Abend noch eine Stunde weiter, bis dann endlich Eva Braun mit Adolf Hitler einige Worte wechselte und in die oberen Räume entlassen wurde. Hitler selbst erhob sich erst eine Viertelstunde später, um sich zu verabschieden. Alles muss er herunterziehen und schlecht machen. Da kenne ich ihn gar nicht. Seine Arbeit, sein Leben, das hat ihm damals alles Spaß gemacht. Was soll das? Bormann ging zur Sekretärin ins Schlafzimmer und betrog seine Frau. Dass ich nicht lache. Was soll das? Hitler zog seinen Rock aus, streichelte die Hand seiner Geliebten und sagte Tschapper zu ihr. Und dann ging er eine Viertelstunde später in ihr Schlafzimmer. Schrecklich. Wenn du Hitler einmal als mediokeren Kleinbürger zeichnest und zum anderen als ausgemachten Verbrecher, der von vornherein böse Absichten verfolgt, wirst du dem Phänomen Hitler nicht gerecht. Ich finde es schade, dass es dir als dem einzigen noch lebenden, maßgebenden Augenzeugen nicht gelungen ist, Hitler und seine Zeit unvoreingenommen auch in den außergewöhnlich positiven Leistungen zu zeigen. Er war ein Nationalist. Einer, der auf keinen Fall ein Wendehals sein wollte. Der hat alle Leute verachtet, die, wie er meinte, ihre Fahne nach dem Winde drehen. Es gibt ja dieses Bild Speer und Hitler so im Gebirge. Wo hing das Bild bei Ihrem Vater? Im Schlafzimmer. Hat er nie abgehängt? Hat er hängen lassen? Wie ein Altarbild. Irgendwann hat Rudolf Wolters für mich ein Auto gekauft, ein Käfer. Und der hatte eine Autonummer, COE AH 88. Und wir arbeiteten für die Stadt Ahaus. Und der Stadtdirektor sagte mir, das kommt hier gut an, dass sie AH wie Ahaus auf dem Auto haben. Und irgendwann habe ich mir dann ein eigenes Auto gekauft. Und Rudolf Wolters sagte mir, schade, dass du die Nummer nicht mehr hast. Die hatte ich damals für dich extra besorgt. Ich habe gesagt, was, der Ahaus? Er mir sagte, ja, das weißt du ja, Adolf Hitler 1888. Und da war ich einigermaßen konsterniert. Das hat dann auch zu leichten Auseinandersetzungen geführt. Und er hat sowas möglicherweise an seinem Auto auch mal gehabt. COH 88. Die 8 ist der 8. Buchstabe des Alphabets. Das ist das H. HH. Das hieß Heil Hitler.
Das erfahre ich jetzt. Das ist vielleicht auch ganz gut, dass ich es jetzt erst erfahre. Dieses, das alte Atelier. Dieses alte, ja gut, da weiß ich eben einfach aus der Erzählung, dass das von meinem Vater erbaut worden ist. Es ist für mich eines der Kleinode in der Architektur meines Vaters. Es passt in die Landschaft, es ist modern, es hat eine gewisse Eleganz, es ist funktional super. Die Leute haben hier gearbeitet, unten gekocht, oben geschlafen. Es ist eine Jugendherberge für Architekten, wenn sie so wollen. Und wenn Sie hier als Kind reingekommen sind, denn ich meine, hier hat ja Ihr Vater Hitler seine Pläne gezeigt. Er kam ja vom Berghof runter, haben sich ja hier besprochen. Wie hat er Ihnen dieses Verhältnis geschildert zwischen ihm und dem Führer Hitler? Dass Hitler einen gewissen Neid hatte, weil er so gerne gewesen wäre, wie der junge Speer war. Er hätte gern der große Architekt gewesen, der Begabte, mit einem bedeutenden Mäzen neben und über sich. Und er sagte, das war deutlich zu erkennen, dass er sagte, ach Speer, wir beide sind eine andere Rasse als die Marschall und die Gauleiter, dass wir beide Künstler. Er hatte sich und Speer immer als Künstler gesehen. Und das hat Speer offensichtlich ungeheuer geschmeichelt. Gut, Speer, gut. Sie hat mir damals diese Skizze gegeben. Machen Sie sich nicht kleiner, als Sie sind. Sie sind der Architekt. Durften Sie Ihren Vater besuchen? Ja, ich war öfters hier. Also wenn kein Besuch da war, ich glaube, dass ich also ohne angemeldet oder irgendwas zu sein, hier einfach reingekommen bin. Aha. Und ich erinnere mich auch hier in dem Zimmer gespielt zu haben, während er irgendwas gezeichnet oder telefoniert hat oder was weiß ich was gemacht hat. Er hat irgendwann mir mal gesagt, er sei natürlich durch die kleinen Aufmerksamkeiten Hitlers, durch die Bevorzugungen, die er immer wieder habe erkennen lassen, schon sehr eingenommen gewesen. Aber dann habe Hitler eines Tages gesagt, Ihr Mann wird für mich Bauten errichten, wie sie vielleicht seit 4000 Jahren nicht gebaut worden sind. Und Speer hat das angefügt, wissen Sie, man hat ja immer bestritten, dass ich ein wahrer Künstler war. Ich will den Streit gar nicht aufrühren. Aber so weit Künstler war ich, dass mich eine solche Äußerung Hitlers völlig betrunken gemacht hat. Ein Architekt kämpft sein ganzes Leben lang um Aufträge. Und er kämpft mit der Konkurrenz und er kämpft mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten und was weiß ich was alles. Und dann ist da so ein junger Mann, der mit Mühe 28 Jahre alt ist und dem wird zu Füßen gelegt, dass er im Grunde machen darf, was er will, wenn er sich an das hält, was ihm vorgegeben wird. Es ist Ruhm und Ehre, es ist Ewigkeit. Ich meine, nicht umsonst gibt es den schönen Spruch, Architekten sind Huren, die, wenn die einen neuen Bau riechen, tun die alles. Und da steht der Führer. Der Führer? Ja, ihn und die Fahne stelle ich in den Mittelpunkt. Herr Parteigenosse, Dankeschön. Es ist ja ausgezeichnet, dass wir Sie hier treffen vor der alten Kongresshalle und Sie können uns ja vielleicht auch einiges sagen. Sie sind der Reichsarchitekt, Sie haben ja all das gebaut hier draußen, nicht wahr? Ja, ja. Na, und was gibt es hier nun noch zu sagen über die Luitpold Arena? Im Großen und Ganzen sind wir in der Luitpold Arena ja dieses Jahr fertig geworden. Auch die Luitpoldhalle ist fertig. Aber alles das, was Sie hier gesehen haben, ist eigentlich erst ein Anfang einer ganz großen Anlage, die im Laufe der nächsten Jahre entstehen wird.
Wir sahen ein Bild von der neuen Kongresshalle, das heißt eine Plastik, und dann gleichzeitig noch eine andere Plastik, Verteidigungsspeer. Da vorne drin in dem Ehrenmal. Ja. Da sind zwei Modelle aufgebaut. Das eine zeigt die Kongresshalle, wie sie im Jahre 1943 aussehen wird, und das andere zeigt die Gesamtanlage. Der Circus Maximus in Rom wurde für 150.000 Menschen gebaut. Die größte vergleichbare Anlage in der Geschichte. Das also sind 100 Meter? Ja. Gigantisch. Sieht man überhaupt noch etwas von hier oben? Wir haben die Sitzreihen probeweise an einem Berg hier im Hirschbachtal aufgebaut. Wir sind über dieses 1:1 Modell in dem Tal in der Nähe von Nürnberg in immer enger werdenden Kreisen herumgeflogen. Albert hat vorher am Steuerknüppel gesessen. Er hatte keine fliegerische Ausbildung, keinen Flugschein, aber einen erfahrenen Co-Piloten natürlich. Und später hat dann der Pilot wieder übernommen und diese ganzen engen Kurven geflogen. Das antike Vorbild, das haben sie ganz richtig getroffen. Wir wollen Granit verwenden. Roten Granit außen und innen den weißen Granit. Dieses Stadion wird noch als Ruine vom Efeu überwuchert einen großartigen Anblick bieten. März 1939. Bildungsreise nach Süditalien und Sizilien. In Albert Speers Reisegesellschaft die Bildhauer Arno Breker und Josef Thorak, der Architekt Wilhelm Kreis, begleitet von ihren Frauen. Reiseabenteuer und Studium der antiken Vorbilder für das neue Berlin. Margret Speer am Steuer und ihr gegenüber Magda Goebbels auf der Flucht vor ihrem Ehemann, der sich gerade eine Affäre mit der Schauspielerin Lida Barova leistet. Während die ausgelassene Reisegesellschaft antike Tempelbauten besichtigt, marschiert Hitler in die Tschechoslowakei ein. Die Verwendung besonderer Materialien sollte Bauten ermöglichen, die im Verfallszustand nach Hunderten oder, so rechneten wir, Tausenden von Jahren den römischen Vorbildern gleichen würden. Kann das überhaupt stimmen, die Geschichte mit dem Ruinenwert, die ihr Vater erzählt? Es ist... Warum? Das kann auch schön erfunden sein. Also das traue ich denen alles zu. Speer hat wie viele andere auch geglaubt, es komme nun eine lange Periode von Frieden, Ordnung, Arbeit, öffentlichem Glück, Sozialstaat und so weiter und so weiter. Also, und ich werde Bauten errichten wie kein Architekt in der Weltgeschichte. Und Hitler hat sich jedes Mal, wenn Speer auch kam, hat er sich die neuen Entwürfe und Pläne zeigen lassen. Und sie haben dann nächtelang geschwärmt über diesen Zeichnungen. Und das war natürlich für ihn, ja, ein Märchentraum, ging innerhalb von 1,5 Jahren in Erfüllung. Die gesamte Architektur des Dritten Reiches hat ja, wenn man sie von heute betrachtet, etwas außerordentlich Maßstabloses. Wir bauten maßstabslos, und heute bin ich recht erschrocken, wenn ich sehe, wenn ich meine alten Fotos ansehe, wie maßstabslos es war. Damals hatte ich mich darüber hinweg geholfen, indem ich an maßstabslose Bauten früherer Perioden, zum Beispiel der Antike, dachte. Aber was wir machten, ging über das alles hinaus. So Jungs, nun wollen wir uns das mal ansehen. Heidler. Hier sehen wir nun, wie am Stein gemeißelt wird. Das sind nur ein paar letzte Hiebe. So ein Stein hat einen langen Weg, ehe er fertig ist und auf den Bau kommt. Die Steine, die hier für die Märzfeldtürme verwendet werden, kommen aus dem Travertinbruch. Naja, das Meißeln, das Keilschlagen und mit dem Brecheisen arbeiten ist eine gute Muskelübung. Thank you.
Herr Siedler hat immer gesagt, wir haben ja jetzt sein Vertrauen. Das ist der Unterschied zwischen uns und allen Leuten, die ihn bis dahin verhört haben. Ich habe nie geglaubt, dass wir wirklich sein Vertrauen hätten. Siedler etwas in etwas höherem Maße vielleicht als ich. Ich war derjenige, der ihm gegenüberstand und die Fragen aus ihm herausholen musste. Herr Siedler hat mal die schöne Formulierung für meine Funktion gefunden, des vernehmenden Redakteurs. Der musste sich einmal den Text ansehen, den der geliefert hatte. Ja. Und der musste in einer bestimmten Form bearbeitet werden und dann musste man versuchen, die Wahrheit rauszukriegen oder ihn zu ergänzen. Zu ergänzen. Sie mussten die ergänzen. Wahrheit kriegt man, wer weiß, wer kriegt die Wahrheit raus? Die Steine kamen auch aus Konzentrationslagern, nicht nur, zum überwiegenden Teil von zivilen Firmen. Aber Speer hat über alle Vorgänge, die das Reichsparteitagsgelände betrafen, Bescheid gewusst. Er war über alles informiert und dirigierte von seinem sogenannten Büro Speer in Berlin alle Ereignisse. Und das bedeutete natürlich auch, dass er nicht nur mit der gesamten deutschen Natursteinindustrie in Verbindung stand, betreffend Steinelieferungen, sondern es bedeutete ebenso, dass er auch mit der SS Heinrich Himmler und Heinrich Hitler in Verbindung stand und die Absichten Himmlers, die Natursteinproduktion, die ja in der Ideologie der Nationalsozialisten eine eminente Rolle gespielt hat, zu dominieren. Und von daher hat er auch über alle Vorgänge betreffend der Errichtung von Konzentrationslagern und der Ausbeutung von Häftlingen nach dem Prinzip Vernichtung durch Arbeit Bescheid gewusst und die Gründung nach unseren Aktenkenntnissen des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof in den Vogesen nach dem Feldzug gegen Frankreich war das angelegt worden, mitinitiiert und begründet in der ausschließlichen Absicht, den dortigen roten Granit von KZ-Häftlingen brechen zu lassen für den Bau des deutschen Stadions, was ja das größte Bauprojekt in ganz Deutschland gewesen war. Wären Sie auf die Idee gekommen, dass Onkel Albert für dieses Projekt Menschen in Konzentrationslagern Steinblöcke schlagen lässt? Nein, also ich glaube die Sache auch nicht. Das ist hier 4. September 1941, da war er immer noch der Architekt. Ja? Da war noch nicht Richtungsminister, das ist erst im Februar 1942 geworden. Ne? Ja, ich habe hier einen Auszug aus einem Monatsbericht der SS an das Wirtschaftshauptverwaltungshauptamt in München, an die Zentrale, wo der Baurat, der hier der Bauleiter des Deutschen Stadions war, nach Absprache mit Speer vom GBI in Natzweiler geweilt hat, wie das schön heißt, und dort mit den Leuten die Ausbeutung des Steinbruchs besprochen hat. Das ist auch im Herbst 1941 gemacht und das unterstreicht eigentlich dieses Dokument. Es gibt noch einige mehr. Es gibt noch einige mehr, weil die SS penibel Buch geführt hat, was in ihren Steinbrüchen und anderen Werken passiert. Worüber hatte Speer nicht geschrieben? Im Ganzen fiel mir sehr bald auf, dass Speer allgemeine Schuldgeständnisse in dem Manuskript immer wieder untergebracht hat. Das kam sehr häufig vor. Nur sein ganz persönliches, konkretes, individuelles Versagen, das war ja nicht, ich würde nicht sagen ausgelassen, aber das kam eigentlich nicht vor. Wir haben zwei Überlebende gefunden, die Steine für Nürnberg brechen mussten. Der eine kam da mit 15 rein. Wir haben mit dem ein Interview geführt, 3 Stunden. Das ist wohl mit das erschütterndste Dokument, was dieses Haus besitzt. Hat die Hölle auf Erden geschildert. Die Arbeit sah aus, dass sie von 6 Uhr früh mit fast keinem Essen in den Steinbruch getrieben worden sind. Dort schweres Gestein sprengen, herabtransportieren mussten. Weil es keine Sicherheitsstandards gab, wurden dabei mehrere Leute erschlagen. Und abends war es so, dass der Weg vom Steinbruch zurück in den Lagerbereich über eine Treppe führte. Und auf dieser Treppe lagen 10, manchmal 20, manchmal auch mehr als 100 Leichen, weil die Menschen vor Entkräftung zusammengebrochen waren. Jedes Mal erfüllt es mich mit stiller Freude, wenn ich die fertigen Bauwerke sehe. Und ich weiß, da, der und der Stein, das ist meine Arbeit. '39 gibt es mehrere Gründungen von Konzentrationslagern, die als ihren wirtschaftlichen Auftrag in der Ausbeutung der Häftlingsarbeitskraft die Belieferung
von Nürnberger Baustellen und Speerschen Baustellen hatten. Das Geschäft mit der SS sieht so aus. Steine werden Gold wert sein in einem Reich, das bauen wird. Man kann es mit ungelernten Sklaven machen. Zum Ausbau braucht man Geld. Das gibt Speer. Man zahlt den Kredit zurück mit Steinen. So was. So beginnt der Tag im neuen Berlin. So habe ich mir das vorgestellt. Diese Ansiedlung, diese Anhäufung von den verschiedenen Stadtteilen. Also das ist... So wird diese Stadt endlich ein Zentrum erhalten. So wird auch der sturste, der letzte Depp von den Berliner Bürokraten verstehen, worum es uns hier geht. Hitler hatte ja noch versucht, mit der Berliner Bürokratie zurechtzukommen. Aber als er dann seine Pläne vorstellte, deutlich wurde, wie viel Widerstand in einer gerade in der Weimarer Ära gewachsenen, demokratisch verfassten, wenn man so will, Bauverwaltung da kam. Da hat er ja mit einem Federstrich diese völlig neue Institution der Generalbauinspektion geschaffen, um alle diese behördlichen Widerstände mit einem Schlag zu umgehen und zu überholen. Die Generalbauinspektion war eine Organisation, die die Gesamtplanung von Berlin koordiniert hat. Und die existierte neben der Stadtplanung in Berlin. Das ist das Schöne. Also neben der staatlichen Planung quasi gab es dann die Generalbauinspektion mit meinem Vater an der Spitze. Neben oder über? Mehr über. Mehr über. Ja. Das war ja der Grund, warum Speer dann völlig freie Hand bekam, sich seine eigenen Mitarbeiter rauszusuchen, sie so weit übertariflich zu bezahlen, dass sie völlig privilegiert gegenüber allen anderen waren. Der Hass auf die Bürokratie war ein doppelter, einerseits, weil es ein Widerstandspotenzial war, und zum anderen natürlich auch, weil sie aus einer völlig anderen Tradition mental kamen. Die Akademie der Künste wurde 1938 von Hitler enteignet und das Gebäude Albert Speer für die Generalbauinspektion übergeben. Im Jahr 2005 bekommt die Akademie das wiederhergestellte Haus zurück. Hier könnten sozusagen auch Modelle gestanden haben. Hier standen die Modelle. Aber sicher. Und hier drüben, wie in diesem Saal, wie auch hier drüben in dem nächsten. Das hier ist in etwa die Länge der Chance, die ich sehe. Unsere Prachtstraße bis zur großen Halle, das ist zweimal so breit und dreimal so lang wie der Boulevard in Paris. Wer hier mal entlang gegangen ist, der wird Paris vergessen. Hitler und seine Modelle, wie war die Stimmung, wenn er das sah? Ja, man spürte ein inneres Strahlen. Es strahlte aus ihm heraus irgendwie wie ein Mensch, dem etwas erfüllt wird, was er sich sehr erwünscht, ersehnt. Nachdem das OKW herausgeschoben worden ist, die Modelle waren so auf Laufrädern wohl nicht, sieht sich der Führer den Platz nochmals aus der Nähe an, wobei er bemerkt, dass der Reichstag in reicher Bescheidenheit zurückbleibe. Herr Speer fragt, ob er den Reichstag herausschieben soll. Der Führer darauf, Sie Verführer, Natur. So sprachen die miteinander. Ja, er wollte den weghaben, ja, den klar. Reichstag. Wenn nun der Reichstag später doch mal verschwinden sollte. Sie wollen ihn wohl abreißen. Wenn er sein muss. Ja. Ihr habt auch wohl gar keine Ehrfurcht mehr vor den alten Sachen. Führer, ihr habt auch gar keine Ehrfurcht mehr vor den alten Sachen. Speer, das ist die Jugend von heute. Führer, so ist die Jugend, so seid's. Ach, so seid's, ja. Es ist natürlich schon erschreckend, wie mit der Vergangenheit umgegangen wurde und gedacht wurde, auch von meinem Vater. Wenn Sie heute den Reichstag sehen, wie er jetzt wieder aufgebaut ist, dann ist es ein grandioses und großes Gebäude. Es ist ja kein kleines Gebäude. Und das macht dann diesen Maßstabssprung
noch mal deutlich. Ja. Unvorstellbar. Der Führer fragt dann, wie hoch ist die Halle? Über 300 Meter. Das bedeutet die Höhe des Obersalzberges von Berchtesgaden aus. Oh Gott, das muss man sich mal vorstellen. Absolut unmenschlich und gigantisch. Das müsste hier die Etage gewesen sein, wo Ihr Vater das Büro hatte. Ja, wahrscheinlich hier irgendwo. Und da guckt man rüber bis auf den Reichstag. Und die andere Bebauung hier gegenüber hatte ja damals auch schon ungefähr die gleiche Dimension. Das heißt, wenn er hier aus dem Fenster guckt, hat er das gesamte politische Geschehen der Jahre auf der Bühne gehabt. Vor dem Fenster gehabt, ja. Wobei man sich jetzt daneben, und zwar Richtung Brandenburger Tor, diese absolut irrsinnige Kuppel in der dreifachen Höhe vorstellen muss. Wir hätten hier auf ein weißes Gebirge gesehen. Ja, ja. Das schrumpft alles auf einen Zwergenmaßstab. Und deshalb ist es natürlich aus dieser Logik heraus konsequent zu sagen, da passt auch der Reichstag nicht mehr hin, ja, weil er zu klein ist. Nur, er wollte ihn weghaben, ja. Verstehen kann das keiner. Sie kennen den großen Abbruchplan, den Zeitplan, den Speer erstellen ließ. Und Sie können sehen, welche gewaltige Schneise dort in dieses dicht gebaute Berlin hineingefräst werden musste, um überhaupt erst mal Platz zu schaffen für diese große Achse, die ja nicht nur Achse war, sondern das waren Bauten, die ganz tief rückgestaffelt waren in die mit vielen Menschen bewohnten Wohnquartiere. Eine gewaltige Stadtzerstörung wäre erstmal Voraussetzung für die Anlage der großen Achse gewesen. Und deswegen war völlig konsequent, dass das dringendste logistische Problem zunächst mal war, Ersatzwohnraum für die nun sogenannten Abrissmieter zu schaffen. Der Gedanke lässt jetzt eine Entlastungsstrategie suchen und die wird von Speer im September 1938 mit einem ganz beiläufigen Gedanken formuliert. Ob man sich nicht der Judenwohnungen bedienen könnte. Speer hat vor dem Novemberpogrom 1938 den Zugriff auf die Wohnungen von Juden gestartet. Nach dem Novemberpogrom den Zugriff auf sämtliche Wohnungen von Juden in Berlin beansprucht und Schritt für Schritt durchgesetzt. Infolge des Pogroms durch Flucht und Vertreibung der jüdischen Bevölkerung Berlins konnte er Mieter in diesen Abbruchvierteln umsetzen in die gekündigten Wohnungen von Juden. Dem Stand der Forschung nach kommt der erste Hinweis auf diese Strategie in einem Aktenvermerk, der noch den Zusatz trägt, dass diese Überlegung streng vertraulich zu behandeln ist, weil Speer sich in dieser Frage mit dem Führer selbst noch abstimmen will. Hinsichtlich des Baus von Mittel- und Großwohnungen entwickelte Professor Speer einen Vorschlag, der darauf abzielt, die erforderlichen Großwohnungen durch zwangsweise Ausmietung von Juden freizumachen. Professor Speer bat in diesem Zusammenhang um Feststellung, wie viele Mittel- und Großwohnungen in Berlin von Juden besetzt sind. Hier saß die Durchführungsstelle für die Neugestaltung der Reichshauptstadt, später das Hauptamt Verwaltung und Wirtschaft unter Leitung von Professor Karl Maria Hettlage. Das war die Abteilung in der Speerschen Behörde, die die sämtlichen Karteien über die von Juden in der Stadt bewohnten Wohnungen und über die von Juden vermieteten Räume führte und die anhand dieser Karteien Wohnungsnachweise erstellte, um die von ihr mietberechtigte Klientel zu bedienen. Und daraus wird dann ein ganz langer Prozess, der in der Entjudung ganzer Stadtquartiere enden wird, in dem später dann die Quartiere umzeichnet und mit der Kennzeichnung Judenrein versehen werden. Mit dem Kriegsbeginn geraten Abriss und Umzug ins Stocken. Die Vertreibung der Juden geht allerdings weiter.
Bald verfügt Speer über viele leerstehende Wohnungen. Eine Möglichkeit für Geschäfts- und Gunstbeweise. Da war schon wieder so ein hohes Tier von der Leibstandarte am Apparat. Eine schöne große Wohnung in Berlin. Später, Annemarie. Nicht jetzt. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir über leerstehenden Wohnraum verfügen. Naja, Sie sagen jetzt, die Leibstandarte hätte in der Wohnung angegangen. Ne? Der wollte was haben, der was, wollte was haben. Also das würde dann wieder bedeuten, was ich eigentlich bis jetzt noch nicht glauben kann, also recht, dass er über Gesamt-Berlin doch voll, ja. Na, meinte, die Vollmacht gehabt hätte, Wohnungen, wo die Juden raus waren, weiterzuvergeben. Also diese Räumungsbereiche erstrecken sich auf das Gebiet von ganz Berlin. Also da gibt es keine Zweifel. Das ist also sicher Räumungsbereich schon, aber ist das dann wirklich von Speer sogar ausgegangen? Ja, oder? Ja. Nein. Ich könnte mir denken, dass es mehr von Köln ist. Nein, das ist alles, das ist ja hier der Bestand, den wir hier haben. Das ist also die Behörde von Speer. Und da ist die ganze Registratur dieser Behörde ist vorhanden. Weil hier da, in Johannisthal, ja, Reinickendorf, das sind ja alles Sachen, die nichts damit zu tun haben. Ja, es ist die Fläche von Gesamt-Berlin. Das überrascht mich etwas, ehrlich gesagt. Hier lag das Erfassungsmaterial, auf das die Gestapo angewiesen war, um Juden aus Berlin zu deportieren. Und es war die Behörde Speers, die durch die Auswahl von 5000 Wohnungen im August 1941 aus ihren Karteien 10.000 bis 12.000 Berliner Juden zur Deportation bestimmte. Er ließ die Gestapo die Leute abholen. Und das alles hat er ihnen überhaupt nicht gesagt. Nein, das war mir auch nie klar. Ich dachte, Ehrgeiz richtete sich auf das Bauen, dass er sozusagen auch in das Terrorregime verstrickt war. Die Rücksichtslosigkeit, mit der er umging. Immer noch das Wort, was Sie damals hatten, verstrickt. Mit dem arbeitet ja, er immer. Ja, er ja. war das Terrorregime. Ja, ja. Er war es. Ja, ja, ja. Er war natürlich nicht ein Rädchen, wie Sie mal mit Fest diskutieren. Er war das Treibrad, der Dynamo. Ja. Wenn Sie ihn zum Beispiel fragen, Kristallnacht, das war ja nicht mehr zu übersehen. Ja, das war. Wie reagiert er auf solche Dinge? Naja, das war eine Sache. Da ist er an diesem Tag, wie wir herausfanden bei der Arbeit, ist er an diesem Tag durch die Fasanenstraße in Berlin gefahren, an der sich die Synagoge befand, und hat kurz aufgesehen. Aber es hat, um eine goethische Formulierung zu benutzen, kein Bild in seiner Seele gemacht. Er hat einfach das zwar registriert auf der Netzhaut, aber es hat ihn überhaupt nicht berührt. Und wenn Sie wirklich nichts im Wunder haben, dann machen Sie das zum Gegenstand einer Reflexion. Denken Sie darüber nach. Er sagte, ich habe damals nichts gedacht. Was soll ich da schreiben? Was verlangen Sie von mir? Ich kann doch nicht erfinden. Und da ging er, kam also nach 3 oder 4 Wochen wieder, wir trafen uns wieder, und da hatte er die jetzt im Buch befindlichen Seiten geschrieben. Am 10. November kam ich auf der Fahrt in das Büro an den noch rauchenden Trümmern der Berliner Synagoge vorbei. Heute ist diese optische Erinnerung eine der deprimierendsten Erfahrungen meines Lebens, weil mich vor allem das Element der Unordnung störte, das ich in der Fasanenstraße erblickte. Habe ich für einen flüchtigen Augenblick wenigstens gespürt, dass etwas begann, was mit der Vernichtung einer Gruppe unseres Volkes enden sollte. Dass es auch meine moralische Substanz veränderte, ich weiß es nicht. Die Ereignisse vom 8. und 9. November verletzten Ihren bürgerlichen Ordnungssinn. Und es liegt doch nahe anzunehmen, dass Sie als Sohn aus bürgerlichem Hause sehr feste moralische Vorstellungen hatten von dem, was erlaubt ist und von dem, was nicht erlaubt ist. Ich muss diese Frage verneinen. Zweifellos liegt hier die größte Verfehlung vor, die ich in meinem Leben aufzuweisen habe, dass ich damals nicht
moralische Konsequenzen aus diesem Geschehen zog. Ich Sie unterbrechen darf, Herr Speer, es geht noch gar nicht um die moralischen Konsequenzen. Verletzte es Ihre moralischen Vorstellungen, bevor Sie überhaupt Konsequenzen zogen oder ziehen konnten? Nein, ich fühlte mich nicht verletzt. Wie haben Sie sich das erklärt, das Verhalten? Die Naivität und der Drang nach Wirkung. Er sagt eben immer wieder, mein Drang nach oben, Drang, große Bauwerke errichten zu können, wie sie seit Alexander dem Großen nicht mehr errichtet worden sind, war offensichtlich, sagt er selber, offensichtlich übergroß, dass er von über alles andere hinwegging. Auch über Leichen? Er würde da sagen, habe ich nie gemerkt, aber natürlich, ja. Mir ist es sehr schwer gefallen, bei meinen Recherchen und Gesprächen zu verstehen, dass es ein unglaublicher Unterschied ist, ob ich alles von der Perspektive ex post, nämlich von den Ergebnissen her, von meinem Wissen her interpretiere, oder ob ich ganz genau frage, Moment, was war im September 1938 los? Die gucken nach vorne, ja, und sehen nur eine Siegessäule, nicht die Schornsteine von Auschwitz. Die konnten sie nicht mal ahnen, behaupte ich. Wir gucken von heute durch den Rauch der Schornsteine von Auschwitz auf das Dritte Reich. Das konnten die nicht sehen. So, und ich sehe die jetzt in ihrer obsessiven Planungseuphorie mit diesem Schlüssel in der Hand, die Judenwohnung räumen zu lassen. Und jetzt würde ich sagen, umso schlimmer. Denn selbst Teil dieser Entrechtung zu sein, dieser Ausgrenzung, genau damit fing ja eben Auschwitz an. Oft sah ich auf dem Weg in mein Architektenbüro und seit dem Februar 42 auf dem Weg in mein Ministerium, von der AWUS aus auf dem nahegelegenen Bahnhof Nikolassee, Menschenmassen auf dem Bahnsteig. Ich wusste, dass es sich um die Evakuierung der Berliner Juden handeln musste. Sicher überlief mich für einen Augenblick des Vorbeifahrens ein bedrückendes Gefühl. Vermutlich hatte ich das Bewusstsein düsterer Vorgänge. Die düsteren Vorgänge, auf die Speer Bezug nimmt, sind die Wohnungsräumungen, die er selbst in Auftrag gegeben hatte im August 1941. Und die Menschenmengen von Berliner Juden, die der Gestapo zur Deportation ausgeliefert waren, das waren diejenigen, die von hier, von Oktober bis April, Oktober 41 bis April 42 deportiert wurden. Speer hat die Verantwortung, die Zuständigkeit für diese Art der Entmietung irgendwann sehr früh abgegeben und das ist dann an eine andere Behörde gegangen. Er hat damit nichts mehr zu tun gehabt. Und wir kennen die Motive nicht und ob es von Speer veranlasst worden ist, von Wolters oder einem anderen seiner Mitarbeiter, keiner weiß es so richtig. Es gibt oder gab jedenfalls zu der Zeit, als ich die Speer-Biografie schrieb, dann gab es darüber keine Unterlagen. Und ich weiß nicht, ob es das heute irgendwo gibt. Ich sehe eine römische 3. Für dritte Aktion. Von Albert Speer. Dann sehe ich ein KA. Für Kündigungsanordnung. 437. Die laufende Nummer der Wohnung. 7948. Das ist eine Transportnummer. Die ist personenbezogen und wurde von der Gestapo vergeben. Welches Geheimnis steckt dahinter? Dieses Kürzel für die Kündigungsanordnung verweist auf die Karteiauszüge, die in Speers Behörde gemacht wurden und der Gestapo übergeben wurden. Das verweist auf insgesamt 5000 Wohnungen, die geräumt wurden. Dieses Kürzel verweist auf eine Wohnung, nämlich die Wohnung der Juden Bendix in der Schwäbischen Straße 9. Was beweist das? Das ist die Spur in den Akten von Speers Verantwortlichkeit für die Auswahl von insgesamt 45.000 Berliner Juden zur Deportation. Sie machen sich wie ein Detektiv auf die Spur eines Verbrechens. Das ist übrigens eine interessante Geschichte, die mich immer wieder zum Nachdenken gezwungen hat, weil ich die nie klären konnte. Speer ist ja gestorben, bevor
das Buch von mir erschienen ist. Speer selbst hat mich auf die Spur gebracht. Als ich bei ihm im Allgäu war und sagte, wer kann mir noch Auskunft geben, nachdem ich schon mit vielen Leuten gesprochen hatte, sagte mir, wenn Sie noch weitere Fragen haben, rufen Sie doch meinen alten Freund Wolters in Coesfeld an. Und keiner wusste, was Coesfeld war, kein Historiker wusste, was Coesfeld war, kein Historiker wusste, wer Dr. Wolters war und ich wusste es auch nicht. Den Studienfreund und Architekten Rudolf Wolters hatte Speer in seine Generalbauinspektion geholt. Als engster Vertrauter blieb Wolters auch während des Kriegs im Rüstungsministerium an seiner Seite. Ab 1941 führte Wolters ein Tagebuch über die Aktivitäten des Generalbauinspektors und späteren Rüstungsministers Albert Speer, die sogenannte Chronik. Die Führung der Technik werde, das stehe für ihn fest, in Zukunft der Architekt übernehmen. Da sind wir wieder bei der Frage, wieso? Wieso hat ausgerechnet Speer mir den Dr. Wolters für Nachfragen empfohlen? Das klingt fast wie ein geplanter Selbstmord. Er musste ja nach den vielen kritischen Briefen, nach der Auseinandersetzung, die er hatte, musste er damit rechnen, dass Wolters seine Akten vorzeigt. 1964, 15 Jahre vor dem Besuch von Matthias Schmidt, verändert Rudolf Wolters die Chronik. Weg damit. Die ganzen Judengeschichten. Die jüdischen Mieter in jüdischem Wohnraum geschachtelt. Das soll ich alles weglassen. Ich habe das geschrieben. Ist meine Arbeit. Ich kann das auch streichen. Also zu dem Zeitpunkt nahm ja jeder Historiker, der namhaft war, an, dass Speer tatsächlich von der Judenverfolgung, egal wie weit sie jetzt ging, Judenvertreibung, Aussonderung der Juden, dass er das nicht wahrgenommen hat, nicht wahrnehmen wollte und im letzten Ende auch nicht wusste. Jetzt haben wir aber hier eine Chronik. Und wir sehen, dass da Streichungen da sind. Und jetzt kommt ein interessanter Briefwechsel zustande, in dem Wolters Speer mitteilt, er hat doch einige sehr wichtige Stellen in der Chronik gefunden und diese Stellen würden möglicherweise auch entscheidende Leute, auch ihn als obersten Rüstmeister belasten. Deswegen hat er sich die Freiheit als Autor genommen, sinngemäß zitiert, diese Stellen auszumerzen. Strich. Allerdings habe ich mich auch gezwungen gesehen, einige ganz wenige Stellen herauszunehmen, die zeitgeschichtlich leider nicht unbedingt unwichtig sind. Die sich einige Male wiederholenden Notizen gipfeln dann 1942 in einem abschließenden Bericht deines Mitarbeiters Klar Hees, aus dem zu entnehmen ist, dass die Zahl der umgesiedelten Personen 75.000 betrug und insgesamt 23.765 jüdische Wohnungen erfasst wurden. Das ist natürlich eine Leistung. Wolters hat das einfach getan, um Speer zu schützen, als Freundesdienst gewissermaßen. Den Ludwigsburgern würde ich es glatt zutrauen, dass sie dir auch noch einen zusätzlichen Prozess machten unter dem Vorwand, dass dieses Delikt nicht Gegenstand der Nürnberger Anklage gegen dich war. Das ist jetzt eine heikle Stelle, denn für alle Dinge, die man Speer hätte nachweisen können, Morde, Beteiligung am Morden, hätte er wieder angeklagt werden können, wenn sie nicht in Nürnberg verhandelt worden wären. Ja, ob das juristisch tragfähig ist, weiß ich nicht, dieses Argument. Er glaubt es nicht. Speer glaubt es nicht. Er schreibt, durch meine Totalerklärung, schreibt er lässig zurück, umfassender Verantwortung ist bei mir wohl alles inklusive. Dieser Ton des reuigen Sünders. Ja, es ist nicht ohne Zynismus geschrieben. Ja, es bleibt letztlich diese unbeantwortete Frage, was ist mit euch passiert, was ist mit den Juden passiert, was habt ihr gewusst, warum habt ihr das mitgemacht, warum habt ihr euch nicht eingeschaltet? Oder abgeschaltet, seid weggegangen. Mindestens sozusagen. Und das ist eine bittere Geschichte für mich.
Welche Entscheidung auf dem Gebiet der Rüstung würden Sie selbst als Ihre bedeutendste Fehlentscheidung kennzeichnen? Zweifellos habe ich unzählige Fehlentscheidungen getroffen, aber diejenige, die für den Verlauf des Krieges am entscheidendsten war, ist wohl meine Förderung der großen Rakete nach England gewesen, heute unter V2 bekannt. In dieses Projekt steckten wir große Kapazitäten an Entwicklungskräften und dann auch zur Durchführung. Am Morgen des 10. Dezember fuhr der Minister zur Besichtigung eines neuen Werkes am Harz. Das Werk wurde in der Tiefe der Stollen besucht. Das ist Herr Schwertfeger und Albert van Dijk und das ist Wolf Speer, wenn ich mal bekannt machen darf. Schwertfeger. Ich denke, wir sind vom selben Jahrgang. Ich bin 1924 geboren. Ich bin auch 24 geboren. In Holland. In Holland, also 78 Jahre jetzt. In Heidelberg geboren und habe, wann waren Sie hier? Ich bin hier in Dörrack angekommen am 2. Januar 1944. Aber mein Kumpel war schon eher da. Ich bin der erste Häftling hier mit gewesen. Am 28. August 1943. 103 Häftlinge kamen vom Buchenwald unter dem Titel Transport Süd. Und habe hier 6 Monate in Stoll nur auf Stein gelegen. Meine beiden Kumpel, die haben die Leichen oder die in Koma liegenden hier gleich um die Ecke auf den Leichenberg geschmissen und die wurden dann später abtransportiert. Also wer krank wurde, war praktisch war zum Tode verurteilt. Ich habe Herrn Speer hier nur ein einzig Mal gesehen in Dezember. Wissen Sie, wann das war? Genau. In Dezember 43. Ja, vor Weihnachten. Ja. Also ich weiß nur, dass es vor Weihnachten war. Ja, das stimmt ja. Ja. Wussten Sie denn, wer Speer war überhaupt? Jawohl, weil mein Posten, Niedhammer hieß er, Ja. Den Schlachtermeister war, der sagte, das ist Herr Speer gewesen. Er schreibt, er habe angeordnet nach seinem Besuch im Mittelwerk, dass eine Barackenstadt errichtet werde, dass zusätzliche Baracken geliefert werden, dass die Ernährung verbessert wird, die medizinische Versorgung und dergleichen. Und ich denke, nach allem, was wir und auch ich an Quellen eingesehen haben, können wir ganz deutlich sagen, dass das nicht auf Speers Einfluss zurückgeht. Das ist der Mythos, mit dem er durch Dora kommt, indem er sagt, ich habe aber sofort dafür gesorgt. Und wenn man in Dora mit den Forschern spricht, sagen die, das stimmt nicht. Alle Entscheidungen über den Bau sind erst im Juni danach fertiggestellt worden, im nächsten Jahr. Und alles andere war schon in Vorbereitung. Er nimmt das mit, also als Erzähl- und Lebensmöglichkeit, dass er das angeordnet hätte. Vielleicht, ja. Speer saß bei dem, was hier im Mittelwerk passiert ist, an der Spitze der Hierarchie. Das war ein ausgesprochenes Projekt des Rüstungsministeriums. Das heißt, Speer war ganz eindeutig verantwortlich für das, was hier passierte. Und dieser Versuch, sich mit der Legende der Anordnung vom Barackenbau rauszureden, entspricht im Grunde dem, was Speer auch sonst in seinen Büchern nach dem Krieg getan hat. Das heißt, einerseits Verbrechen des Nationalsozialismus, insbesondere der anderen Beteiligten, entsprechend darzustellen, eigene Verantwortung zum Teil zuzugeben, dann aber zu zeigen, dass in wesentlichen Bereichen er sich dann doch anders verhalten habe. Da ist noch etwas. Dieser Turndinger da. Ja.
Ja. Da kommt was. Also ich wollte nur, ich muss ja unterscheiden zwischen Bildern, Film und was es alles gibt, was ich dann später gesehen habe und eben auch aufgenommen, und dem, was in mir wirklich hochkommt. Aber eigentlich war er ja fast nie da. Es bestand immer eine gewisse Distanz. Also die Erziehung hat meine Mutter übernommen und eine äußerst strenge Kinderschwester. Ich sage immer, jedenfalls ich, bei den anderen vielleicht dann also ein bisschen weniger. Wir wurden nicht erzogen, wir wurden dressiert. Ich habe mir so überlegt, wie kommt es, dass ich so bin, wie ich bin? Ja? Und dann sag ich zu Margret, wir sind ja auch ohne Vater aufgewachsen. Und dann war der Vater weg, und wie der Vater da war, war er auch nicht erreichbar. Und dann sagte sie, so richtig mit großen Augen, nur der Vater war weg, deine Mutter war auch weg. Oder unsere Mutter. Aber das weiß ich nicht. Ich habe mal bösartig gesagt, ich kenne meine Mutter entweder im Staatsdirndl oder mit dickem Bauch. Und da ist was Wahres dran. Ich fragte ihn vor den Jahren, nachdem das Buch erschienen war, was für ein Gefühl hat Ihre Frau bei der Lektüre? Da sagt er, Gretel hat es noch nicht gelesen. Ich sagte, Ihre Frau hat Ihr Buch nicht gelesen? Auf der Bestsellerliste Platz 1. Es sind damals 15 Übersetzungen verkauft. Es erscheinen Riesenaufsätze in Le Monde und in New York Times. Aber Ihre Frau liest nicht. Nein, jetzt kommt's. Ihr ist das alles zu nah. Sie war eine junge Frau und es war ihre größte Zeit. Ihr Mann war ein Genie und der Führer küsste die Hand und sie litt darunter, dass ich ihr Leben schon zerstört habe, zerstörte ich jetzt ihre Erinnerung. Wer ist meine Mutter? Gott, wie ist die jung? Er fragte mich später mitunter, wie erklären Sie sich diesen Erfolg? Dass ich sozusagen, wo in welches Restaurant ich gehe, kommen die Leute und grüßen vom Nachbartisch. Und da sagt, wissen Sie, Herr Speer, ich würde sagen, der Engel, der aus der Hölle kam. Sie sind sozusagen fast eine Lichtgestalt in einem Schrecklist von Verbrechen. Aber Sie selber sind scheinbar unbeschadet daraus hervorgegangen. Lieber Parteigenosse Himmler, aufgrund der vorliegenden Berichte und der Besichtigung des KZ-Lagers Auschwitz durch meine Herren Desch und Sander bin ich bereit, über die in Römisch 343 zur Verfügung gestellte Baueisenmenge in Höhe von 440 Tonnen für den Bedarf im Reichsgebiet und 180 Tonnen für den Bedarf in den angeschlossenen und besetzten Gebieten folgende Mengen zuzuteilen. Diese Baueisenmengen sind nur für den Ausbau der KZ-Lager, insbesondere Auschwitz, zu verwenden. Das heißt, er muss tatsächlich mehr gewusst haben, weil die Mitarbeiter können ihm nicht nur erzählt haben, es sind Lager, dort wird gearbeitet, dort wird produziert, was ja auch passiert ist, sondern die müssen andere Dinge gesehen haben. Und es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sie dann sagen, Herr Minister, darüber wollen wir nicht weiter reden. Das ist absolut unwahrscheinlich. Es freut mich, dass die Besichtigung der anderen KZ-Lager ein durchaus positives Bild ergab.
Dass Juden verfolgt wurden im Dritten Reich, ist jedermann bekannt gewesen. Ich vermute auch Ihnen bekannt gewesen. Es ist niemandem verborgen geblieben. Viele wussten allerdings nicht, dass Juden systematisch zusammengetrieben und systematisch ausgerottet wurden. Was wussten Sie persönlich davon? Hitler hat es verstanden, die Dinge, die er vorbereitete, geheim zu halten. Mir wurde, selbst als Rüstungsminister, wurde mir nicht bekannt, wenn er große Aktionen, große Offensiven startete. Er hielt es vor mir geheim, wenn er einen neuen Feldzug begann. Und er hütete sich auch hier in diesem Kernproblem, mir irgendwelche Andeutungen zu machen. Wir haben ihn mehrfach gefragt nach irgendwelchen Dingen, die er in seinen Erinnerungen verschwiegen habe, ob es irgendwelche Geheimnisse gab, die ihm jemand vorhalten könnte, die er verschwiegen hat und so weiter. Und er hat immer wieder mit dem glaubwürdigsten Gesicht von der Welt gesagt, es gibt dergleichen nicht. Er habe genaue, langwierige Wissenserforschungen getrieben. Aber wir könnten da ganz beruhigt sein, es gäbe nichts, was man ihm da vorhalten könne. An den Reichsführer SS, Berlin, Prinz-Albrecht-Straße. Reichsminister Professor Speer hat die Vergrößerung des Barackenlagers Auschwitz in vollem Umfang genehmigt und ein zusätzliches Bauvolumen für Auschwitz in Höhe von 13,7 Millionen Reichsmark bereitgestellt. Vorhaben Kriegsgefangenenlager Auschwitz. Durchführung der Sonderbehandlung. Gleisanschluss, elektrische Lichtanlage, Notstromaggregate, Krematorium 1 und 2. Leichenkeller 1, Leichenkeller 2. Als guter Architekt verlangt er eine Fundierung aller Berechnungen in Einzelpositionen. Das heißt hier, dieses Bauvolumen umfasst die Aufstellung von rund 300 Baracken mit den erforderlichen Versorgungs- und Ergänzungsanlagen. Und Ergänzungsanlagen schließt die Vernichtungseinrichtungen, den Bau dieser Gaskammern und Krematorien mit ein. Vier Leichenhallen. Kosten für Quadratmeter Reichsmark 50. Drei Muffelöfen. Kosten für ein Stück Reichsmark 20.000. Zwei Stück 8 Muffelöfen. Kosten für ein Stück Reichsmark 30.000. Hätte man da nicht nachfragen müssen, was ist denn da los, was macht ihr denn da, Sonderbehandlung? Die Frage hätte doch Speer zumindest stellen müssen, oder? Also um das ein wenig zu entsachlichen, muss man sagen, natürlich hätte er nachfragen müssen. Tatsache ist, er hatte nicht die Zeit dazu. Kann man nachvollziehen, das ist das eine. Das zweite ist, so intelligent wie er war, war er ein Mensch, der solche Dokumente, gerade solche Dokumente, in die Hand genommen hat und dann sofort zum Telefon gegriffen hat. Das weiß man. Das sagen alle die, mit denen man sich unterhält, die in den 80er Jahren noch gelebt haben. Insofern ist es völlig unwahrscheinlich, dass er nicht nachgefragt hat, warum braucht ihr so viele Krematorien? Warum so viele angegebene mit Sonderbehandlung? Es ist so völlig unwahrscheinlich, dass man einfach sagen muss, der Mann hat sich bis zum Lebensende etwas vorgemacht und die Dokumente sprechen ganz einfach gegen ihn. Wurde je im Kreise um Hitler, sagen wir also im Führerhauptquartier, über die Tätigkeit der Einsatzgruppen beispielsweise im Osten gesprochen oder über das, was mit den Juden geschah? Nein, es war dies eines der Themen, die bei Hitler und in seiner Umgebung tabu waren. Ich könnte mir denken, Herr Speer, dass diese Darlegungen vielfach nicht verstanden werden. Sie waren einer der einflussreichsten Minister in der Zeit des Dritten Reiches. Haben Sie je den Namen Auschwitz in dieser Zeit gehört? Ich habe ihn nicht direkt gehört, aber etwa im Jahr 1943 kam ein enger Bekannter von mir, der Gauleiter von Niederschlesien,
Karl Hanke zu mir und warnte mich, ich solle nie in Oberschlesien ein Konzentrationslager besuchen. Dort würden grauenvolle Dinge vor sich gehen. Und er hätte es gesehen, er hätte und er würde jetzt noch nicht über diese Bilder hinwegkommen. Nun konnte es sich, so viel weiß ich heute, dabei nur um Auschwitz gehandelt haben. Ich war also an diesem Tag dem Geheimnis, das Hitler vor uns allen behütete, sehr nahe. Und eigentlich wäre es nun meine Pflicht gewesen, in Hanke zu drängen, ihn weiter zu fragen, nicht locker zu lassen. Wahrscheinlich hätte er mir dann auch Einzelheiten gesagt. Ich hätte weiter darüber hinaus die Pflicht gehabt, Hitler unmittelbar zur Rede zu stellen und zu fragen, was dort vor sich geht. Ich habe nichts dergleichen getan. Ich bin dieser Frage ausgewichen mit dem Gefühl, dass es sich hier um eine ganz ungeheuerliche Angelegenheit handelt. Er hat eigentlich von dem Verbrechenscharakter des Regimes überhaupt keine zutreffend konkrete Vorstellung gehabt. Dann sieht er plötzlich in Nürnberg den Film, den die Amerikaner in den Konzentrationslagern gedreht haben. Und er ist aufs Tiefste erschüttert. Und da bricht eigentlich seine Welt, die bis dahin so eine Mischung aus Idealen und aus, ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne, nicht? Aus idealen Zusätzen und dem. Da bricht diese ganze Scheinwelt, in der er gelebt hat, bricht da plötzlich, mindestens nach allem, was er darüber gesagt hat, bricht da zusammen. Heißt das, dass Sie sich in einem ganz persönlichen Sinn für Auschwitz verantwortlich fühlen? Ich fühle mich für Auschwitz noch heute mitverantwortlich. Also es macht sich ja immer sehr nobel, wenn man für Dinge verantwortlich zeichnet, für die man eigentlich gar nicht verantwortlich ist. Das ist also etwas ganz Generöses und das kam ja auch so gut an. Das ist ja das Entscheidende, was Speer nach seiner Entlassung populärer gemacht hat als sein übriger Naziführer überhaupt, nicht? Dieses, ich hätte wissen können, wenn ich hätte wissen wollen. Tatsache ist, dass er wusste. Man muss es ganz einfach sagen, er wusste. Fühlen Sie sich nicht betrogen? Ja, natürlich. Ich war sehr erbittert oder verbittert. Als er starb, war ja schon die Rede davon, dass diese Doktorarbeit, glaube ich, ist es, von Matthias Schmidt erscheinen würde. Und man versuchte zu dieser, im Herbst 81 war das, versuchte man irgendwie an das Manuskript zu kommen. Ich kam nicht dran, aber dachte mir, es hat ja auch noch Zeit. Es wird sowieso, demnächst sollte das erscheinen. Und dann habe ich, weiß nicht, März oder sowas, 82, also kurz nach Speers Tod, habe ich dann dieses Buch mir beschafft und habe es gelesen. Und da fühlte ich mich tatsächlich richtig gehend hinters Licht geführt. Und ich habe das auch verschiedentlich gesagt, auch zu Herrn Siedler gesagt. Er hat uns allen eine Nase gedreht. Ich sagte ihm mal, Herr Speer, Sie sind der Organisator nicht nur der deutschen Kriegsindustrie, sondern auch Ihres eigenen Bildes. Sie haben sozusagen Ihr Selbstverständnis organisiert, schon aus den Nürnberger, aus den Spandauer Jahren heraus bis zur Gegenwart. Alles ist organisiert. Da lachte er leicht erschreckt und verschämt. Leid, soll ich mir auch? Ich habe ihm während des Nürnberger Prozesses in meinen Aussagen das Wort Schuld mit Absicht vermieden. A fish can't see the outside of his aquarium. And I think that is one of the things which are very wise. Rückblickend habe ich den Eindruck, dass wir berauscht waren. Zweifellos
besaß Hitler die Gabe zu faszinieren. The Gift of Magnetism. Seine verklärten Augen. Hitler hätte intimate life. Somebody coming from another planet. Hitler, 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 Hitler. Im Laufe der Zeit erschreckte mich die Publizitätssucht Speers mit seinen Schuldbekenntnissen, seiner totalen politischen Umkehr, seinem offensichtlichen Opportunismus, seiner mir bis dahin ganz unbekannten Eigenschaft, Fußtritte gegen die toten, gehängten Kumpane des Dritten Reiches auszuteilen. In einem Brief aus dem Jahr 1975 streicht Wolters seinen Text zusammen und verschickt nur noch die Stichworte an Speer. Bewusst, unbewusst, Intelligenz, Ruhm und Erfolge, Verantwortung, Hitler-ähnlich, Wind aus den Segeln. So habe ich nur einige Stichworte stehen lassen. Den dazugehörigen Text kannst du dann so hinzudenken, wie es dir am angenehmsten klingt. Den Brief kenne ich, den habe ich damals auch gelesen. Der machte mir klar, wie anders Wolters Speer sah. Und zwar immer mit der Betonung, es war ein ganz anderer Speer. Schon beim ersten noch fröhlichen Wiedersehen in Coesfeld wusste ich unterschwellig bereits, Gedankenstrich, die enge Spandauer Freundschaft ist zu Ende. Punkt. Er brauchte mich nicht mehr. Eine Freundschaft, die seit 1920, 22, 23 angedauert hat, die ging damit total in Bruch. Der Vater sehr darunter gelitten, dass sein Freund ihn fallen ließ. Ja, natürlich. Es war für ihn ein Fiasko. Ganz eindeutig. Dr. Arnold Speer, der Landarzt. Das sieht ja wild aus hier drin, ne? Aber das ist das Auto meines Vaters. Das letzte Auto, was er hatte. Ich würde nicht hergehen. Was wollen Sie von Ihrem Vater noch? Wahrscheinlich wie alle Welt geliebt werden, auch wenn er tot ist. Ich hatte Angst, wenn ich mich nicht abgrenze. Ich komme sozusagen in die Rolle einer Beraterin, auch einer Stütze, auch einer emotionalen Stütze, einer Vertrauten, die mich abhält, ein eigenständiges Leben zu führen, so wie ich es damals wollte. Dr. Hilde Schramm, Erziehungswissenschaftlerin und Soziologin. Für die Alternative Liste war sie als Vizepräsidentin im Berliner Abgeordnetenhaus. Mit ihrer Stiftung Zurückgeben sammelt sie Geld für jüdische Frauen, die wissenschaftlich oder künstlerisch arbeiten wollen. Professor Dr. Albert Speer ist einer der bedeutenden Stadtplaner in Deutschland. Mit seinem Büro Albert Speer und Partner plant und baut er überall auf der Welt. Sein Ziel ist die intelligente, die humane Stadt. Mein Vater war zwei- oder dreimal bei mir im Büro und hat sich da also umgesehen. Man hatte immer aber auch ein bisschen den Eindruck, dass ihn es eigentlich nicht interessiert. Also dass er so tut, als ob das jetzt für ihn wichtig ist. Aber man hatte nie das Gefühl, dass das jetzt wirkliches Interesse ist. Irgendwann fragte ihn der Speer, wenn Sie jetzt Ihr Leben passieren lassen. Der junge Architekt, der große Generalbauinspektor, der Reichsrüstungsminister und dann 20 Jahre Einzelhaft. Trostlose Haft in einer Zelle, 3x3 Meter. Und würden Sie, wenn Sie Ihr Leben neu leben können, würden Sie auf alles verzichten und lieber ein nobler, anständiger Stadtarchitekt von Heidelberg werden? Mit einer anständigen Badeanstalt im einen Jahr, einer Stadtsparkasse im nächsten Jahr, einem Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus im dritten Jahr und so weiter, ein Leben lang.
Urlaub auf Jüst oder auf Borkum oder Sylt im Sommer mit der Familie, alles fröhlich beieinander und dann wieder zurück und wieder die nächste Stadtsparkasse. Ist das eine Alternative? Und ich habe gesagt, Speer, das müssen Sie beantworten. Er sagte, nein, das wissen Sie selber, das ist keine Alternative. Und wenn man die Wahl hat, man hat ja nicht die Wahl, aber wenn man die Wahl hätte, würde man natürlich doch, so schrecklich es ist, die erste Alternative wählen. Noch einmal den Glanz, noch einmal die Schande, noch einmal das Verbrechen und noch einmal der Weg in die Geschichte. Ein Bild vom jungen Speer, Leni Riefenstahls Lieblingsfoto. Nach der Entlassung treffen sich die beiden zufällig beim Wintersport in Wolkenstein. Leni Riefenstahl hat ihren Fotoapparat mitgebracht. Ich habe das Foto im Kopf gehabt und habe ihm gesagt, ich möchte gerne ein Foto von ihm machen, was ähnlich ist. Und habe einen roten Schal gehabt, den habe ich ihm umgehängt im Hotel und habe dann die Fotos gemacht, ein paar Fotos. Und das nach dem Foto ganz ähnlich, dass da kaum ein Unterschied ist von den beiden Fotos. So ist das entstanden. In den letzten Lebensjahren verliebte sich Albert Speer in eine junge Frau, die ihn bewunderte. Sie lebte in England. Zu Hause gab es viele Tränen. Das Buch von Matthias Schmidt erreichte Speer nicht mehr. Am 1. September 1981 brach Albert Speer auf einer Interviewreise in London in seinem Hotelzimmer bewusstlos zusammen. Seine Freundin alarmierte den Arzt, man brachte ihn ins Krankenhaus. Einige Stunden später verstarb Speer an den Folgen eines Schlaganfalls.